Ich bin der Patrick Häfner. Ich habe von 2009 bis 2012 an der Makromedia Film und Fernsehen studiert mit dem Studiengang Regie und habe 2012 mit dem Abschlussfilm Antilopen mein Studium beendet. Dann hatte ich eine Geschäftsidee schon während dem Studium. Das hing mit Sponsoring zusammen, weil wir auch natürlich beim Drehen immer das Problem hatten, wo bekommen wir ein Sponsoring her. Und mit dieser Geschäftsidee haben wir 2013 dann eine Firma gegründet, nachdem wir uns dann alles vorbereitet haben. Und das ging los mit WG-Partys tatsächlich. Das hieß Party Guerilla oder heißt immer noch Party Guerilla. Und jetzt ist eine Agentur draus geworden, BTL Creative. Und wir sind im Endeffekt eine Agentur für Empfehlungsmarketing, Influencer-Marketing und Sponsoring von privaten Veranstaltungen. Im Büro sind wir 20 Mitarbeiter, ich habe 150 Studenten, die für mich da draußen arbeiten, in 50 Städten, in drei Ländern, machen knapp 2.500 Events in drei Ländern, haben über 50 Kunden, unter anderem Heineken, Red Bull, Bacardi, Spotify, Uber, das sind alles Kunden bei uns. Also wir haben sehr große Kunden und wachsen sehr schnell. Sind, glaube ich, einer der schnellst wachsenden Agenturen in München gerade. Jetzt sind wir gerade dabei, strategische Investoren mit reinzuholen. Also wir haben das Ganze bis jetzt aus meinem eigenen Cashflow aufgebaut und ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich glaube, ich habe in dem Studium schon das gelernt, was ich jetzt auf meinem weiteren Weg sehr gut gebrauchen kann. Dadurch, dass Film, Fernsehen auch ein sehr kreativer Studiengang ist und man, wenn man mal sehr viele Probleme lösen muss, gerade am Set, zum Beispiel wenn die Budgets für einen Film sehr knapp sind, muss man auch kreative Lösungen finden. Industriekaufmann vorher noch gemacht. Ich wollte unbedingt einen Studiengang danach machen, der natürlich auch klar meine Leidenschaft ist, mir Spaß macht, aber wo ich danach irgendwie was kann. Und das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Als Firma oder als Mensch generell, sich auf einen Wandel oder auf einen schnelleren Wandel und auf schnellere Prozesse einstellen zu können, extrem wichtig. Deswegen glaube ich, es ist auch wichtig, das in einem Studium zu lernen, sich auf solche Gegebenheiten und auf so einen Wandel anzupassen. Und auf einen schnelleren Wandel. Es wird alles schneller. Das muss man verstehen.